Ja, guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Vorstellung von Capture One 9 Pro. Wir befassen uns also heute mit den Weiterentwicklungen von Capture One 9 Pro, mit den neuen Funktionen. Das betrifft hauptsächlich die neue Verschlagwortung, das neue Schlüsselwortwerkzeug und die lokalen Anpassungen. Mein Name ist Renate Lange. Ich arbeite hier im Support für Phase One Deutschland. Was wir heute machen werden, läuft interaktiv. Also dieses Webinar über 60 Minuten beinhaltet die Möglichkeit, für Sie Fragen zu stellen. Ihre Mikrofone sind über die ganze Zeit, über die 60 Minuten stumm geschaltet. Sie haben aber in Ihrem Bedienpanel von GoToWebinar die Möglichkeit, eine Frage einzugeben, die auch direkt und auch nur bei mir landet. Ich werde dann versuchen, im Rahmen des Webinars auf möglichst viele Fragen einzugehen. Sollte ich die ein oder andere Frage nicht beantworten können in diesem Moment, werde ich im Anschluss eine E-Mail schreiben und die Fragen nochmal, ja, hoffentlich eingehend beantworten. Dieses Webinar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung von diesem Webinar werden Sie dann auch in unserem YouTube-Kanal wiederfinden. Alle, die bei diesem Webinar angemeldet sind, werden auch im Anschluss eine E-Mail bekommen mit dem Link zu dieser Aufzeichnung. Die Aufzeichnung muss vorbereitet werden, das heißt, das dauert ein paar Tage, bis sie dann auch wirklich online ist. Ja, Capture One 9 haben wir vor einigen Wochen released, eine neue Version, ein neues kostenpflichtiges Upgrade. Alle, die vorher mit Capture One 7 oder 8 gearbeitet haben, können auf Capture One 9 upgraden zu einem Upgrade-Preis. Dieser Upgrade-Preis sind 99 Euro plus Mehrwertsteuer. Sie können in diesem Upgrade-Preis ist enthalten eine dritte Aktivierung. Das heißt, vorher war Capture One eine Einzelplatzlizenz limitiert auf zwei Aktivierungen, auf zwei Rechner. Jetzt können Sie drei Rechner damit aktivieren. Und natürlich mit all Ihren Sitzungen so wie gewohnt weiterarbeiten. Das werden wir uns jetzt anschauen. Dafür gehe ich doch mal direkt in Capture One. Ich brauche ein bisschen, um meine Monitore umzustellen. Kann in der Zwischenzeit schon eine Frage beantworten, die ich reinbekommen habe zu der Kompatibilität zu Betriebssystemen. Capture One 9 ist kompatibel zu macOS 10.10.5 und höher und zu den 64-Bit-Betriebssystemen von Windows ab Windows 7. Also Windows 7, 8, 10 ist unterstützt mit von Capture One 9. Sie sollten jetzt meine Sitzung sehen oder meinen Katalog in Capture, den Monitor mit der geöffneten Applikation. Also grundsätzlich an der Oberfläche hat sich erstmal nichts geändert. Sie können wie gewohnt mit Ihren Bildern weiterarbeiten. Wenn Sie von Capture One 8 oder 7 oder 6 kommen, ist es allerdings nötig, dass Capture One 9. Ich sehe nichts, Sie sagen, Sie sehen, ah, okay. Besser. Okay, ich hab jetzt die Rückmeldung bekommen, dass Sie jetzt meinen Monitor sehen können. Also, Sie sehen die Oberfläche von Capture One Pro 9. Ich habe diesen Katalog der ursprünglichen Capture One 8 erstellt wurde, schon konvertiert zu Capture One 9. Was passiert, wenn ich einen alten Katalog versuche zu öffnen oder eine alte Sitzungsdatei in Capture One 9? Sie können den Katalog öffnen, indem Sie öffnen sagen. Und hier habe ich eine alte Datei oder einen alten Katalog von Capture One 8. Ich erhalte die Meldung, dass das Dokument erstmal aktualisiert werden muss und klicke auf Aktualisiere Sitzung. Das Ganze macht er, das heißt, er schreibt eine Datenbankdatei neu, was die Verknüpfung zu den verschiedenen Ordnern, die Verlinkung und so weiter betrifft, aber nicht die Bildeinstellungen. Das ist ganz wichtig, denn in Capture One 9 hat sich die Verarbeitungsengine geändert. Das heißt,
Bilddaten, die mit älteren Programmversionen bearbeitet wurden, sehen unter Umständen unter Verwendung der neuen Engine etwas anders aus. Da werde ich gleich auch im Detail noch drauf eingehen. Natürlich müssen Sie einen konsistenten Workflow haben. Deswegen haben wir uns entschieden, so eine Konvertierung der Bilddaten in die neue Engine nicht per se vorzunehmen, also nicht direkt für alle Bilddaten und auch nicht im Importschritt, sondern dies erfolgt im Anschluss manuell durch Sie in dem Werkzeug Basismerkmale. Hier haben wir das Werkzeug. Da sieht man auch, unten ist angegeben Capture One 8 Engine und ich kann einfach durch Klick das Upgrade durchführen und er weist mich darauf hin, dass ich diese Engine auch aktualisiere und schon habe ich hier die Engine Capture One 9 und kann entsprechend mit den Werkzeugen in dieser Engine weiterarbeiten. Eine Frage zum Schritt zurück zu Capture One 8, also wenn Sie das Programm laden, Sie haben auch als Anwender von Capture One 8 nochmal die Möglichkeit, 30 Tage kostenlos mit der Software zu arbeiten. Wenn Sie dann feststellen sollten, das Upgrade ist für mich nicht sinnvoll, dann können Sie mit Ihrer Capture One 9 Datenbank in Capture One 8 aber nicht weiterarbeiten. Ganz einfach, rückwärts kompatibel ist es nicht. Dementsprechend haben wir natürlich da auch eine Möglichkeit geschaffen, auf Capture One 8 zurückzugehen. Und zwar schreibt, ich öffne mal den Ordner, schreibt Capture One Backup-Dateien. Das Fenster hat sich auf einem anderen Monitor geöffnet. Kleinen Moment, ich schiebe es mal rüber. So. Okay, also das ist jetzt der Inhalt meiner Sitzung, die ich gerade geöffnet habe. Man sieht, die eigentliche Datenbankdatei, die Sitzungsdatei CoSessionDB ist vorhanden, aktuell erstellt. Es gibt aber auch noch zwei Backup-Dateien. Backup 1 bezieht sich auf die aktuelle Capture One 9 Sitzung. Das heißt, das ist einfach nur eine Sicherungskopie von der Datenbank hier oben. Capture One SessionDB Backup ist die alte Datenbankdatei von Capture One 8. Das heißt, ein Rückschritt zu Capture One 8 oder noch einer vorherigen Version würde dadurch passieren, indem Sie einfach die CoSessionDB hier oben, die neuere, löschen und die alte CoSessionDB Backup-Datei umbenennen, indem Sie einfach das Backup hier hinten weglöschen. Und damit können Sie in 8 ganz gewohnt weiterarbeiten. Die Bildeinstellungen, die sich in dem Capture One Ordner befinden, die sind auch unterteilt in Settings der verschiedenen Programmversionen. Das heißt, auch hier verlieren Sie keine Bildeinstellungen. Alles, was natürlich neu erstellt ist in dem Settings 9 Ordner, die neuen Bildeinstellungsdateien, werden in Capture One 8 nicht mehr gelesen. Da müssen Sie dann mit dem alten Stand, bevor Sie Capture One 9 verwendet haben, weiterarbeiten. Aber ein Rückschritt auf jeden Fall möglich. Und auch diese Sache gilt wieder für den Katalog gleich. Das heißt, auch im Katalog haben Sie die Möglichkeit, über ein Umbenennen der Backup-Dateien wieder zurückzukommen. Ich kann ja mal in den Katalog hineingehen, um Ihnen das Vorgehen zu zeigen. Allerdings habe ich hier keine Capture One 8 Version mehr gehabt, obwohl er hier auch mehrere Backup-Dateien angelegt hat in meinen Capture One Katalog. Auch hier könnte ich umbenennen und wieder eine Version oder beziehungsweise auf einen älteren Stand des Backups zurückgehen. Ich schaue mal, ob hierzu noch Fragen gekommen sind. Fragen zum Support können Sie gerne über unsere Webseite, über das Kontaktformular stellen. Ein kleiner Hinweis heute ist ein kleines Feature, nicht Feature, ein kleines Bugfix
Release rausgekommen, Capture One 901, finden Sie auf unserer Webseite, können Sie downloaden. Es gibt so ein paar kleinere Verbesserungen. Es gibt 2, 3 Objektive, die neu unterstützt werden. Wenn Sie in die Release Notes schauen, ein paar kleinere Fehlerbehebungen. Also Capture One 901 auf unserem Server heute verfügbar. Gut, dann sehen wir uns jetzt mal die neuen Features in Capture One an. Als erstes, wie gesagt, die Verarbeitungsengine. Ich suche mir ein Bild. Nehme ich gerne dieses hier. Sehe, dass ich hier die Capture One 8 Verarbeitungsengine noch drin habe. Was ich jetzt mache, ich mache mir nicht ein Upgrade von diesem Datei, sondern lege mir eine neue Variante an. Und sage Variante klonen, nicht klonen, sondern Variante anlegen. In dem Moment erstellt er mir eine Variante unter Berücksichtigung der eingestellten Standardverarbeitungsengine. Das heißt, hier sehe ich Capture One 9 ist meine Standardengine für dieses Bild und Capture One 8 für die andere Datei. Wer das zu Hause auch gerne ausprobieren möchte und schon ein Upgrade der Engine gemacht hat, man kann unter Voreinstellungen Bild die Standard-Engine einstellen. Das heißt, wenn Sie alle Bilder in Capture One 9 schon konvertiert haben, können Sie hier auch eine alte Engine anwählen und damit zurückgehen auf eine ältere Engine. Auch neu hineingefügte Dateien würden dann mit dieser Standard-Engine versehen werden. So, Kontrast-Engine. Ja, also die Kollegen haben sehr viel Zeit investiert in die Optimierung der verschiedenen Schieberegler, der verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten im Belichtungswerkzeug. Kontrast, Helligkeitssättigung ist davon am meisten betroffen. Man kann über den Kontrastschieberegler einfach mal sehr viel Kontrast reinziehen, um zu sehen, wo denn hier die Unterschiede liegen. Das ist hier mein Capture One 8 Engine Bild. Wenn ich jetzt auf diese Einstellung übertrage, auf mein Bild mit der Capture One 9 Engine. Ich klicke nochmal drauf, damit Sie den Vergleich hier haben. Sieht man sehr stark, was mit den Farben passiert. Also die Farbsättigung wird bei der Kontrastkorrektur in Capture One 8 sehr stark mit angehoben. Das wiederum wollten wir vermeiden, beziehungsweise eine bessere Trennung von Kontrast- und Farbsättigungsbearbeitung hinbekommen. Das ist den Kollegen ganz gut gelungen. Man sieht auch schon die Problematik, wenn die Farbsättigung mit angehoben wird. Moment, ich mache das bei beiden Bildern gleichmäßig. Drücke Shift, dann werden beide Bilder in die gleiche Größe gezoomt. In dem Fall würde meine Korrektur bei Capture One 8 Engine schon recht starke Artefakte, Ausrisse bringen, was ich bei der Capture One 9 Engine in dem Sinne nicht so stark habe oder beziehungsweise auch diese Farbabrisse nicht drin habe. Also man kann eine sehr viel stärkere Kontrastkorrektur über den Schieberegler zuweisen, als das möglich war vorher. Ich setze das mal zurück. In gleicher Weise wurde auch die Sättigungskorrektur angepasst. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Das Ganze ist nicht als lineare Kurve zu verstehen. Also was sehr stark, also die Korrektur wurde sehr stark an ein visuell gutes Ergebnis angepasst. Das ist natürlich immer eine Frage der Vorliebe, was ein visuell gutes Ergebnis ist. Was wir gemacht haben, ist eben das, was an Wünschen an uns herangetragen wurde. Auch hier habe ich jetzt wieder die Einstellung auf Capture One 9 übertragen. Und dadurch, dass die Helligkeit nicht in dem Maße mit der Farbsättigung angehoben wurde oder abgedunkelt wurde, ergibt sich auch hier
wie wir finden, ein sehr viel schöneres Ergebnis. Das auch nochmal. Ah ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis und nebenbei zu der Verwendung von Tools, Werkzeugen. Sie haben ja immer die Möglichkeit, die Einstellung eines ganzen Werkzeuges über die Zurücksetzen-Taste im Werkzeug selber zurückzusetzen. Dieses Werkzeug beinhaltet auch die Funktion einer Vorher-Nachher-Ansicht. Also wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, kann man auch für kurze Zeit eben die Vorschau zurücknehmen. Wenn ich jetzt auch noch eine Belichtungskorrektur reinbringen würde, dann wäre eben diese Korrektur enthalten in der Vorher-Nachher-Ansicht. Dafür gibt es aber jetzt auch die Möglichkeit, durch Klicken auf den Namen des entsprechenden Schiebereglers das Ganze einfach mal kurzzeitig zurücksetzen. Also hierbei brauche ich keine Taste noch zu halten. Ich klicke einfach auf den Schriftzug Sättigung und setze nur den Sättigungsschieberegler zurück. Doppelklick auf die Linie, auf den Schieberegler selber, setzt das Werkzeug zurück und ja, Klick auf das allgemeine Zurücksetzen-Tool setzt alles zurück. Beim Helligkeitsregler hat sich auch noch einiges getan. Vielleicht können wir hier auch nochmal direkt den Vergleich machen. Ich ziehe die Helligkeit mal sehr stark auf im Capture One 8, weise das wieder mit Shift-Klick auf das lokale Zuweisen auf die andere Datei zu und kann auch hier ganz gut erkennen, dass versucht wurde, Kontrast und Helligkeit in dem Fall und auch Kontrast und Sättigung rauszunehmen aus der Helligkeitskorrektur. Zu diesen Änderungen der Schieberegler haben wir auch schon einiges an Feedback bekommen. Also eigentlich durchweg positiv, weil viele, die vorher eigentlich hauptsächlich mit Tonwert und Kurve gearbeitet haben, auch sagen, ja, okay, man kann das jetzt ganz gut kombinieren. Und entsprechend dadurch, dass in Kontrast und Helligkeit die Sättigung nicht mit drin ist, dann im Nachhinein über den Schieberegler etwas genauer eben die gewünschte Sättigung wieder reinbringen. Weil eine Kontrasterhöhung ohne Farbsättigung häufig auch als nicht stimmig empfunden wird. Aber durch diese Trennung hat man eben etwas feineres Gefühl, ein bisschen feinere Möglichkeiten der Anpassung. Ich gucke gerade mal, ob es konkret dazu eine Frage gibt. EEP-Dateien, da komme ich gleich noch drauf. Helligkeits- und Belichtungsregler, ja. Beiden sind gewisse Kurven hinterlegt. Also die Frage bezog sich jetzt auf den Unterschied zwischen Belichtung und Helligkeit. Belichtung simuliert wirklich eine Über- oder Unterbelichtung des jeweiligen Bildes. Das heißt, die Kurven, die bei der Berechnung bei einer Belichtungskorrektur hinterlegt sind, sind ja, an das angepasst, was man auch erwarten würde, wenn man jetzt wirklich hier ein Drittel Blendenstufen auf heller fotografiert hätte. Dem Helligkeitsregler sind etwas andere Kurven hinterlegt. Das betrifft so hauptsächlich so den Schatten- und den Lichterbereich. Vielleicht kann man das sehen. Das kann man im direkten Vergleich gerne auch mal wirklich mit den eigenen Bilddateien ausprobieren. Eine weitere Neuerung, was die Engine betrifft oder Möglichkeiten in Capture One 9, ist das Kurventool. Also wir haben hier auch wiederum eine Luma-Kurve hinzubekommen. Luma deutet es ein bisschen drauf schon an. Es geht hier auch um eine Helligkeitskorrektur, die nicht unbedingt die Farbsättigung beinhalten soll. Wie Sie sehen, bin ich hier in meiner Capture One 9 Engine mit dem Bild. Ich hole mir das mal groß in die Ansicht.
Apfel B blendet meinen Browser aus. Gehe nochmal in das Werkzeug Kurve und kann hier mir eine Kurve definieren, die ausschließlich die Helligkeitswerte verändert. Das wiederum in Kombination mit einer kleinen Korrektur in der Sättigung bringt mich dem gewünschten Bildergebnis schon sehr, sehr nah. Im Vergleich dazu, holen wir nochmal den Browser, lege mir nochmal eine neue Variante an. Neue Variante. So, jetzt habe ich hier zwei Varianten mit der Capture One 9 Engine. Gehe ich mal bei der einen Variante in der Kurve, der Luma-Kurve etwas hoch. Und jetzt die klassische Methode. Ich würde meine Kurve in den RGB-Kanälen verändern. Und auch hier, ups, das war ein bisschen stärker als bei einem anderen Bild. Auch hier sieht man, denke ich, ganz gut, ich mache es mal ein bisschen größer, inwiefern die Farbsättigung da mit hochgezogen wurde und das vielleicht auch in einem etwas starken Maße, den man eigentlich gar nicht haben wollte. Ich schaue mal, ob ich hier schon auf eine Frage eingehen kann. Kamerakalibrierung passt jetzt nicht ganz in das Thema. Ja, Sie können auch eigene Profile schreiben, sofern Sie im Anschluss ICC-Profile erhalten. Das heißt, über einen Color-Checker, über eine Farbtafel können Sie ICC-Profile für Ihre Kamera schreiben und einen Capture One auch verwenden. Dafür gibt es hier oben in den Basismerkmalen die Möglichkeit, ICC-Profile auszuwählen. Jede Kamera, die Capture One unterstützt, beinhaltet ein eigenes ICC-Profil, was wir mitliefern, was auch mehr als das pure Abfotografieren eines Farbcheckers ist, eines Color-Checkers. Da wird auch sehr viel dran gearbeitet, dieses Profil für das bestmögliche Ergebnis hinzubekommen. Also in aller Regel sind die mitgelieferten Profile von Capture One ausreichend für ganz bestimmte Reproduktionsarbeiten. Empfiehlt es sich aber vielleicht dann dennoch für die konkrete Kamera, die man hat, ein neues Farbprofil zu schreiben. So, ein letzter Hinweis, was die Engine betrifft, also die Kontrast-Engine, die Farbsättigung und so weiter, habe ich angesprochen. Die Kollegen haben bezüglich der Skalierung von Bilddateien eine Verbesserung reingebracht. Hauptsächlich wird das sichtbar sein bei der Skalierung auf sehr kleine Bilddateien, also wenn Sie zum Beispiel Thumbnails für Webseiten oder so weiter erstellen mit kleinen Pixelmaßen 200x200, dann ist das Ergebnis schöner mit der Capture One 9 Engine. Ich denke, das ist etwas, was Sie sehr gut zu Hause nochmal ausprobieren können. Also wenn Sie das benötigen, Capture One 9 Engine liefert bessere, stimmigere, homogenere Ergebnisse in kleinen Bilddateien. Gut, dann kommen wir zu den lokalen Anpassungen. Bei den lokalen Anpassungen wurde auch einiges verändert. Ich hole mir mal eine andere Bilddatei. Oh. Kleinen Moment. Okay. Mein lokales Anpassungswerkzeug. Lokale Anpassung an sich heißt, dass man eine Maskierung vornehmen kann im Bild und dann mit den Werkzeugen, die unter dem Werkzeug lokale Anpassung vorhanden sind, eben dieses Bild selektiv über diese Maske korrigieren kann. Bei Capture One 9 ist
die Farbkurve mit hinzu oder die Kurve mit hinzugekommen. Die war vorher in Capture One 8 noch nicht enthalten als mögliche Korrektur für maskierte Bilder. Was Sie hier sehen, ist ein kleines Hinweisfenster bezüglich der Engine. Die Kurve benötigt ein Upgrade meiner Verarbeitungsengine. Das mache ich jetzt mal für dieses Bild, das Capture One 9. Und man sieht, dass jetzt auch die Kurve vorhanden ist. So, neue Möglichkeiten in der Maskierung. Control-Click öffnet mir die Werkzeugeinstellungen innerhalb des Bildes über meinen Mauszeiger. Hier sehe ich, wie gehabt, dass ich verschiedene Pinseleinstellungen habe, Größe, Härte, Deckkraft. Und zwei Sachen sind neu, Fluss und Airbrush. Der Fluss ist eine Möglichkeit, die Auftragsstärke, Moment, bis hin zu einer gegebenen Deckkraft zu definieren, pro Pinselstrich. So, das Ganze nochmal in Klartext. Also was ich mache, ich definiere mir einen Zielwert der Deckkraft für meine Maskierung. Ich definiere mir einen Fluss, das ist im Prinzip der prozentuale Anteil an dem, was ich erreichen möchte. Also von meiner Deckkraft von 72 würde ich immer im Prinzip 8% Auftrag pro Pinselstrich haben. Also ich gehe über eine Stelle und wische im Prinzip hin und her und sehe, dass mit jedem Pinselstrich die Deckkraft erhöht wird, wobei ich durch diese neue Möglichkeit der Kombination von Fluss und Deckkraft jetzt erstmal die Möglichkeit habe, den Endpunkt zu definieren, das heißt die Deckkraft von 72. Bei Capture One 8 war es im Prinzip so, da hatte man ja auch die Möglichkeit, eine Deckkraft anzugeben. Da wurde aber diese Deckkraft mit jedem Pinselstrich hinzugefügt und bis zu 100% addiert, wenn ich denn nochmal drüber gegangen bin mit dem gleichen Pinsel. Das heißt, hier eine sehr viel schönere Möglichkeit, einen gewünschten Wert zu erreichen oder auch vielleicht nicht zu überschreiten. Härte und Größe sind wie gehabt über die Schieberegler einzustellen. Daran hat sich nichts geändert. Eine kleine Änderung betrifft auch noch diese letzte Option, Pinsel- und Radiereinstellungen verknüpfen. Das bedeutet, dass die Größen- und Härteneinstellungen des Pinsels auch, wenn ich jetzt auf E drücke und mir den Radierer hole, gleich bleiben. Vorher waren diese beiden Einstellungen immer getrennt. Und jetzt kann ich die verlinken, um jetzt bei der Arbeit nicht jedes Mal neu meine Größe verändern zu müssen, wenn ich von Pinsel auf Radierer wechsle. Maske ein- und ausbleiben, blenden mit M. Und jetzt kann ich hier auch, ich meine, die Belichtung, da sieht man es mehr, kann ich hier entsprechend fein meine Korrektur vornehmen. Nehme meine Ebene nochmal raus. Das war eben vielleicht zu schnell, habe ich nicht erwähnt. Neue Ebene anlegen geht immer mit dem kleinen Plus. Damit legen Sie erstmal automatisch eine neue Anpassungsebene an. Anpassungsebene heißt, es geht hier um die Korrektur mittels der Werkzeuge innerhalb des Registers lokale Anpassungen. Wenn ich klonen möchte oder eine Reparatur machen möchte, äquivalent zu Photoshop, kann ich auch diese Ebene noch als Klon- oder Reparaturebene definieren. Nochmal in das Werkzeug Pinseleinstellung gegangen, sehe ich noch eine Neuerung. Airbrush Stiftdruck verwenden brauche ich im Moment nicht. Ich arbeite mit einer Maus. Stiftdruck würde die Pinselgröße betreffen. Also wenn Sie sagen Stiftdruck verwenden und Sie arbeiten mit dem Tablet, dann würden Sie hier lediglich die Pinselgröße verstellen, nicht die Deckkraft. Airbrush ist eine neue Funktion, die das im Prinzip das macht, was ich eben schon gemacht habe, nur über die Zeit. Also da geht es nicht darum, dass ich mehrmals über eine Stelle gehe, sondern ich würde
meine Maus gedrückt halten und je länger ich gedrückt habe, äquivalent mit so einem Airbrush, dass ich mehr Farbe auftrage, je länger ich auf den Knopf drücke, hier würde ich die Maskierung verstärken, wieder äquivalent mit der Zeit, in der ich diesen Pinsel gedrückt halte. Also hier sieht man, ich halte einfach gedrückt und je nachdem, wie lange ich auf einer Stelle bleibe mit meinem Pinsel, würde ich mehr oder weniger Maskierung auftragen. Man kann solche Einstellungen auf andere Bilddaten übertragen. Das Ganze geht wieder hier über die lokale Anpassung übertragen. Das war eine Frage. Oder eben hier über Kopieren und Anpassen, wobei ich bei Kopieren und Anpassen entsprechend dann in meinem gespeicherten Anpassungswerkzeug die Sachen anwählen kann, die ich wirklich übertragen möchte. Gut. Eine weitere Möglichkeit, neue Möglichkeit der Maskierung ist das Polygon-Lasso, was wir dazu bekommen haben. Auch hier erstmal die neue Engine. Ich stelle mir den Pinsel ein wenig kleiner mit einer höheren Abgrenzung zum Rand. Tastaturkürzel ganz einfach Shift gedrückt halten. So. Würde ich mir durch mehrmaliges Klicken eine Maske zeichnen. Ich erhöhe mal die Deckkraft, damit man das und den Fluss so, damit man diese Einstellung auch besser sehen kann. Also nochmal, ich klicke jetzt mal recht grob an einen Punkt, halte die Shift-Taste gedrückt. Ah ja, jetzt hätte ich den neu ansetzen müssen, also nochmal Klick und Shift-Taste gedrückt, zweiter Klick, ergibt mir eine Maskierung in gerader Linie und wenn ich die Shift-Taste weiterhin gedrückt halte, würde ich mir auch wie ein Polygon-Lasso bei Photoshop immer weiter neuere Punkte für mein Lasso setzen. Das war auch eine Funktion, die von vielen angefragt war, weil das eine häufige Verwendung der Maskierung ist. Wenn ich jetzt so eine Maskierung gezeichnet habe, ich nehme die gerade nochmal zurück, damit man das gut sehen kann. Also nochmal eine Maskierung. Ich lege mir mit der Shift-Taste gedrückt meinen Bereich an, den ich korrigieren möchte. Dann kann ich über die drei Punkte in den lokalen Anpassungswerkzeug sagen, ich invertiere mir die Maske oder ich fülle die Maske und damit brauche ich dann auch den inneren Bereich nicht noch auszuzeichnen. Wenn ich Korrektureinstellungen von dem lokalen Anpassungswerkzeug auf andere Bilder übertragen möchte, dann passiert das immer mit Hilfe auch der Maskierung, die ich verwendet habe. Das war auch gerade eine Frage von Ihnen. Wenn Sie unabhängig von der Maskierung arbeiten wollen, dann verwenden Sie die entsprechenden Werkzeuge, die es alle ja auch in den globalen Anpassungen gibt, und übertragen das dann auf die anderen Bilddaten. So, eine sehr schöne Neuerung in Capture One 9 ist die Möglichkeit, die lokalen Anpassungen, die Maskierung für die lokalen Anpassungen über einen Farbbereich zu machen. Dafür verwenden wir den Color Editor und die Möglichkeit, im Color Editor ausgewählten Farbbereich auf eine Maskierung zu legen, beziehungsweise daraus eine Maskierung zu erstellen. Ich nehme mal dieses Bild hier.
Blende mir meinen Browser wieder aus. So, wenn ich jetzt hier den Himmel trennen möchte und daraus eine Maskierung erstellen möchte, gehe ich jetzt erstmal in den Farbeditor. Gehe in meinen erweiterten Bereich, um mir einen speziellen Farbton picken zu können. Nehme eine Pipette, klicke auf Blau, nehme noch ein Upgrade meiner Engine dazu. So, habe mir jetzt diesen blauen Bereich ausgewählt, kann mir mit ausgewählten Farbbereich anzeigen in dem Werkzeug Color Editor alle anderen Bereiche ausgrauen oder nur die angewählten. Der angewählte Farbton wird farbig weiterhin dargestellt. Dann gucke ich mal, ob es hier irgendwas gibt, wo ich diese Maske noch mehr angleichen muss oder eingrenzen muss. So. Bin eigentlich schon recht zufrieden mit meiner Auswahl und finde jetzt in dem Farbeditor-Werkzeug unter den drei Punkten eine neue Option, die da heißt Maskierte Ebene aus Auswahl erstellen. Also nochmal, um es verständlich zu machen, ich öffne mir mein Bild, habe meine Capture One 9 Engine, gehe in den Farbeditor, da zum Beispiel in den erweiterten Bereich. Das ist die Möglichkeit, wo ich mir einen speziellen Farbton im Bild anselektiere. Und über die drei Punkte erreiche ich die Möglichkeit, eine maskierte Ebene aus dieser Auswahl zu erstellen. Unter Basisdaten, das heißt, wo schon bestimmte Farbbereiche schon mal vorgegeben sind, wo ich aber auch weiterhin die Grenzen setzen kann, und unter Hauttöne, wo ich die Möglichkeit habe, Hauttöne zu homogenisieren, noch eine etwas andere Einstellungsmöglichkeit der Farbkorrektur habe, findet sich diese Möglichkeit auch. Also hier kann ich auch eine maskierte Ebene erstellen. So, dann mache ich das doch mal. Nehme meine Ansicht des angewählten Farbbereichs anzeigen wieder raus, sage maskierte Ebene aus Auswahl erstellen und errechnet eine Ebene daraus. Was Sie sehen ist, dass ich hier doch noch einige Bereiche im Gras übrig hatte, die ich mit angewählt habe. Da hätte ich meinen Farbbereich wohl doch noch ein bisschen mehr einschränken müssen. Aber gehen wir doch mal rüber in die lokalen Anpassungen. Hier sehe ich ganz schön, da ist meine Maske jetzt vorhanden. Und ich schaue mal, ob das vielleicht über das Webinar-Fenster gut rüberkommt. Die Maskierung aus dem Farbbereich macht eine sehr genaue, sehr feine Maskierung, die auch den Anteil oder die Farbsättigung des ausgewählten Farbbereiches berücksichtigt. Das heißt, Sie kriegen da auch eine unterschiedliche Deckung der Maske, je nachdem, wie stark die Farbe in dem Bild präsent war oder in diesem Bereich. Eine sehr, sehr genaue Möglichkeit der Maskenerstellung auch und sehr schöne spätere Korrekturmöglichkeiten, abhängig von der Farbintensität. Und was natürlich vorher bei dem Farbeditor gegeben war, ich musste meinen Farbbereich so sehr genau einschränken und habe dann entsprechend die Bereiche mit der Korrektur im Farbeditor erreicht, die diesen Farbton hatten, was zum Beispiel Porträts mit rotem Top manchmal ein bisschen schwierig wurde. Hier über die lokalen Anpassungen habe ich wie gehabt die Möglichkeit, jetzt auch die Maskierung einfach rauszunehmen. Moment. So. So, jetzt kann ich mit meinen Einstellungen hier arbeiten. Nehme mir mal den Eraser und jetzt könnte ich natürlich hier ganz normal drin malen. Und in dem Fall, wo wir hier das Gras haben, wäre es natürlich sehr sinnvoll, meinen Farbbereich nochmal neu auszuwählen, um eine sehr gute Unterscheidung hinzubekommen zwischen blauem Himmel und dem Gras. Aber solche Sachen wie Ausreißer mitten im Bild kann ich hier sehr schön wieder zurücknehmen und ausradieren und kann mit dieser vorhandenen Maskierung dann auch weiterarbeiten.
Ich schaue mal, ob da zu konkret Fragen sind. Ja, also eine Frage, ob man diesen Maskenbereich nachträglich nochmal einschränken kann. Nein, kann man nicht. Man müsste sich eine neue Maskierung anlegen. Das heißt, sobald ich in dem Farbeditor auf Maske berechnen gehe, ist diese Maske fix und sie existiert so in den lokalen Anpassungen. Wenn ich jetzt eine Einschränkung noch machen möchte, wenn ich sehe, oh, das hat mir jetzt aber Farbbereiche reingenommen, die wollte ich nicht maskieren, dann müsste ich das in dem Farbeditor-Tool machen und die Maske neu berechnen. Also Änderungen, die ich im Nachhinein am Farbeditor vornehme, wirken sich nicht weiter auf die Maske in den lokalen Anpassungen aus. Zum Farbeditor. Wer jetzt mit Capture One 8 gearbeitet hat, wird da auch eine gewisse Änderung entdecken. Der Farbeditor ist jetzt viel feiner zu bedienen, indem ich eben die Ansicht des Werkzeuges rausziehen und skalieren kann. Das heißt, ich habe hier eine etwas präzisere Möglichkeit, den Farbbereich zu anderen Farben einzuschränken. Habe hier auch noch Anfasspunkte, die Sie eventuell schon aus dem 3-Wege-Farbbalance-Tool kennen. Einfach etwas vom Werkzeug her verbessert in der Ansicht und der Bedienbarkeit. Das Ganze auch über den Hautton. Ich habe eine Frage zu Hauttönen. Das Hauttontool an sich, also der Farbpicker, den wir hier in diesem Hauttontool haben, hat die Aufgabe, quasi den Grauabgleich, aber nicht auf ein neutrales Grau, sondern einen Farbbereich, einen Hauttonbereich zu machen. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier meinen Hautton, ach nein, Entschuldigung. Bin ich bei dem falschen Werkzeug. Das Ganze ist hier beim Weiß auf gleich Hautton. Das war die Frage. So, dieser Picker ist es. Also ich könnte mir hier den Hautton picken und das als meinen neutralen Punkt, also der Hautton, der hinterlegt ist, wird quasi verwendet, um alle anderen Farben entsprechend mitzuziehen. Das ist der Weißabgleich über das Hauttontool. Die Einstellung im Farbeditor bezieht sich darauf, ich definiere mir meinen Hautton und würde erstmal alle Einstellungen zurück des Bildes. So, gehe in den Hautton. Definiere mir meinen Hautton im Bild. Den Weißabgleich habe ich jetzt natürlich noch nicht. Ich versuche ihn mal ein bisschen. Oh. Hierüber hinzukriegen. Ah, habe ich jetzt Schwierigkeiten, nehme ich mal das Hauttontool. So. Ah, mein ausgewählter Farbbereich, deswegen so. Okay, ich hatte den Farbbereich noch ausgewählt, den ich angewählt habe. Deswegen konnte ich den Weißabgleich, die Auswirkungen nicht so schön sehen. Also nochmal, Hauttontool. Ich nehme mir die Pipette, wähle mir meinen Hautton an, schaue mir an, ob auch der relativ gut getroffen ist, kann hier meine Bereiche zu anderen Farbtönen verändern. Und eine Möglichkeit, die dieses Tool noch bietet, ist die Homogenität des Hauttons anzupassen. Was das bedeutet, ist, dass ich den Hautton, den ich gepickt habe ursprünglich mit der Pipette, dass das meine Referenz ist und ich versuche, naheliegende Tonwerte in diese Richtung zu schieben, sodass das gesamte Gesicht, der gesamte Hautton näher beieinander liegt. Also wenn man rote Flächen im Gesicht hat, die aber trotzdem noch relativ nah an dem ursprünglichen Hautton sind, kann man da eine gewisse Homogenität reinbringen, ohne das Ganze besonders maskenhaft wirken zu lassen. Vielleicht noch einen Hinweis zum Farbeditor. Wir haben uns ja eben über die neue Engine und die Korrektur der Sättigungseinstellungen unterhalten. Im Gegensatz zu den Einstellungen in dem Belichtungswerkzeug ist in dem Farbeditor selber die Sättigung linear korrigiert. Das heißt, hier haben wir nicht diese Trennung. Hier ist das ursprüngliche
Werkzeug zur Korrektur der Farbsättigung noch erhalten. Das gleiche gilt für die Helligkeit. Schön, dann haben wir eigentlich die Sachen zur neuen Engine, zum neuen Farbeditor durch. Ein Hinweis, bevor wir auf die Schlüsselwörter kommen. Wir haben eine ganz schöne neue Funktion. Dazu passe ich mir mal meine Symbolleiste an. Und zwar hier diesen Batteriestand, der ist hinzugekommen. Den kann ich mir in die Symbolleiste ziehen. Wenn ich jetzt eine Kamera anschließe, dann ist bei allen Kameras, die das unterstützen, das ist der Fall bei allen Phase 1 Digitalbacks und bei den meisten Kleinbildsystemen, die wir im Tether Support eben haben, auch, wenn die den Batteriestand übertragen, können Sie diesen auch in der Symbolleiste von Capture One anzeigen lassen. Wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, sieht man System Shared, vorhanden 67%. Das ist mein Reststand der Akkuladung, in dem Fall in der Kombination von der Kamera und Digitalback. Ich habe angeschlossen eine Phase 1 XF-Kamera mit einem IQ 350 Back, welches Batterie von Kamera und Back eben teilen kann und gemeinsam verwendet, deswegen eben die Anzeige Battery Shared. Bei allen Kleinbildsystemen wäre das dann eben einfach die Restakkuladung der Kamera, die angeschlossen ist. Eine sehr schöne Möglichkeit, das immer im Blick zu halten, weil Verbindungsprobleme, jetzt wieder aus dem Support-Alltag gesprochen, Verbindungsprobleme zu Kameras häufig auch mit Stromversorgungsproblemen zu tun haben. Deswegen eine sehr gute Möglichkeit, während des Shootings eben im Blick auf der Batterie, auf den Batteriestand zu behalten. Gut, Schlüsselwörter. Wenn man in unseren Reiter Informationen hineingeht, sieht man direkt, dass es jetzt zwei Werkzeuge gibt, die sich mit dem Thema Schlüsselwörter betreffen. Das oberste Werkzeug ist das Standard-Schlüsselwort-Werkzeug, wie Sie es vorher schon kennen. Hier können Sie eben mit Komma getrennt Ihre Schlüsselwörter vergeben. Ach, Landschlüssel. Sprechen und schreiben gleichzeitig. Landschaft. Okay. Gut, jetzt habe ich diese Schlüsselwörter vergeben. Die sind in diesem Schlüsselwort-Werkzeug direkt angezeigt. Alle flache Schlüsselwörter. Wenn ich hierarchische Schlüsselwörter anlegen möchte, Mensch, und jetzt muss ich was anderes, Frau habe ich schon, sage ich mal Mädchen in dem Fall, kann ich auch größer, kleiner als Zeichen verwenden für die Richtung der hierarchischen Wörter und sehe, dass diese Schlüsselwörter erstmal platt dargestellt werden, ohne Unterrubrik. Aber wenn ich auch wieder hier mit dem Mauszeiger drüber bleibe, sieht man da die hierarchische Darstellung. Neu hinzugekommen zu dem Schlüsselwort-Werkzeug ist die Schlüsselwortbibliothek. In der Schlüsselwortbibliothek befindet sich standardmäßig dann erstmal meine Schlüsselwörter, die in dieser Sitzung vorhanden sind. Das heißt, nicht nur die Bilder, die angewählt sind, oder die Schlüsselwörter der Bilder, die angewählt sind, werden hier angezeigt, sondern alle Schlüsselwörter der Sitzung. Und wenn ich mir jetzt noch eins dazu nehme oder zwei, sehe ich auch, wie sich die Ansicht ein bisschen verändert. Also, ich sehe hier oben die Schlüsselwörter meiner Hauptvariante, die den dicken Rahmen in der Browseransicht hat. Ich sehe, dass manche Schlüsselwörter Schlüsselwörter ein Minussymbol haben. Klick auf Minussymbol würde jetzt dieses Schlüsselwort Mädchen unpassenderweise auf alle angewählten Varianten zuweisen. Das heißt, Minus bedeutet, okay, dieses Schlüsselwort ist in der Selektion enthalten, ist aber nicht in allen Bildern zugewiesen und mit Klick auf das Minus-Symbol kann ich ganz schnell und ganz leicht eben dieses Schlüsselwort auf alle anderen zuweisen.
Wenn man nochmal auf ein einzelnes Schlüsselwort geht, kann man sehen, dass es auch ein kleines X-Symbol gibt. Damit kann ich Schlüsselwörter in allen angewählten Varianten löschen. Sage ich OK. Das war in Capture One 8 so noch nicht möglich. Weitere Möglichkeit ist, ich kann mir mehrere Schlüsselwörter selektieren, jetzt einfach mit der gedrückten Befehlstaste und mit der rechten Maustaste entferne ausgewählte Schlüsselwörter, eben auch mehrere Schlüsselwörter auf einmal löschen. Schlüsselwörter können Sie organisieren in sogenannten Presets, also Benutzervoreinstellungen. Die finden Sie hier unter den drei Linien. Da könnte ich mir also ein Set an Benutzer, an eigenen Schlüsselwörtern basierend auf eine Schlüsselwortliste von einem einzelnen Variante eben sichern und sitzungsübergreifend oder auch auf Kataloge anwenden. Zusätzlich gibt es eben diese Schlüsselwortbibliothek. Nochmal dazu, Sitzungsschlüsselwörter beziehen sich auf Schlüsselwörter, die nur in dieser Sitzung vorhanden sind und auf alle Ordner, die dieser Sitzung zugeordnet sind, also auch bei Favoritenordnern, die man definiert hat in dem Werkzeug Bibliothek. Kurz zeigen, Sitzungsfavoriten sind Ordner, die ich mir eben dann noch reingenommen habe Moment, wo habe ich denn mal Bilder? Ja, wollte ich nicht. Ja, wenn ich jetzt hier einen Ordner in meine Favoriten schiebe, erstmal mit der rechten Maustaste, ist nicht geöffnet, zu Favoriten hinzufügen, dann habe ich den hier und in dem Fall würde auch die Schlüsselwortbibliothek darauf hinzugreifen. Ist jetzt kein Schlüsselwort hinzugekommen, war keins in dem Ordner drin. Jetzt möchte ich auch Schlüsselwörter gerne sitzungs- und katalogübergreifend organisieren. Dafür gibt es die entsprechende Bibliothek, die ich mir erstellen kann. Ich kann mir eine Schlüsselwortbibliothek erstellen, eben ganz neu per Eingabe innerhalb von Capture One. Ich kann mir eine Schlüsselwortbibliothek erstellen aus einer Textdatei, aus einer Media Pro Vokabulardatei. Das heißt, wenn Sie da schon organisiert sind mit Schlüsselwörtern, können Sie das einfach importieren. Ich kann aber auch eine andere Sitzung, einen anderen Katalog auswählen, in dem Schlüsselwörter vorhanden sind und das importieren. Ich sage jetzt einfach mal Schlüsselwort aus einer Textdatei, weil ich habe mir schon mal bereits eine Schlüsselwortbibliothek exportiert aus einer Sitzung. So, gebe den einen neuen. Ups, meine. So, gut, einen neuen Namen und kann jetzt mit dieser Schlüsselwortbibliothek arbeiten. Die ist jetzt in dieser Bibliothek vorhanden und die bleibt auch da, auch wenn Sie eine neue Sitzung anlegen oder einen neuen Katalog. Die müssen Sie also nicht jedes Mal neu importieren. Wenn ich mir Bilddateien anwähle, kann ich eben Schlüsselwörter aus dieser Bibliothek einfach durch Klick drauf zuweisen. In der Ansicht sieht man auch, es gibt aktive und inaktive Schlüsselwörter. Die aktiven Schlüsselwörter sind grau hinterlegt. Die inaktiven Schlüsselwörter sind nicht hinterlegt. Die sind anwählbar, aber diese Darstellung bedeutet dann eben, dass die noch nicht einem Bild in der Selektion zugewiesen sind. Ich kann Schlüsselwörter importieren. Ich kann Schlüsselwörter natürlich auch exportieren. Das heißt, das, was ich eben gemacht habe mit dem Import, wäre natürlich andersrum auch möglich, dass ich sage, ich exportiere meine Schlüsselwortbibliothek hin zu einer Textdatei, die ich dann mitnehmen kann, auf einen anderen Rechner und da weiter verwenden kann. Wer die Original-Bibliotheksdatei von Capture One übertragen möchte auf andere Sitzungen, auf einen anderen Rechner, findet die in dem Application Support Ordner. Das heißt, unter Ihrem Benutzer
Unterordner Library, Application Support Capture One. Wer schon lange mit Capture One arbeitet, wird diesen Ordner sicherlich auch schon mal geöffnet haben. Finden sich sehr viele Einstellungen und Benutzervoreinstellungen. Und darunter gibt es auch eine eigene Rubrik Schlüsselwörter, in dem Sie eine entsprechende Datei finden, die Sie, wenn Sie den gleichen Ordner wieder hineinkopieren auf einem anderen Rechner, genauso verwenden können wie auf dem jetzt gezeigten Rechner. Schlüsselwort Dateibibliothek exportieren. Ich gehe nochmal in meinen Ordner, um Ihnen mal diese Textdatei zu zeigen. Und hier, einfache Ansicht. Das wäre jetzt so meine Datei, die ich mir angelegt habe, meine Schlüsselwortbibliothek. Und wenn Sie das Ganze in einem Editor öffnen, können Sie darin auch editieren. Das ist sicherlich eine schöne Möglichkeit, eine Bibliothek sich anzulegen und sicherlich auch einfacher als über Capture One jedes Mal ein neues Schlüsselwort anzulegen und eine Unterrubrik anzulegen. Also diese Textdatei ist editierbar, müsste dann im Anschluss neu importiert werden, um daraus wieder eine Schlüsselwortbibliotheksdatei für Capture One zu erstellen. Sie können Schlüsselwörter in der Hierarchie verändern. Also das Ganze ist hier Drag and Drop. Ich kann mir die hinüberziehen und neu zuordnen, um die Hierarchie zu ändern. Was ich in den Sitzungsschlüsselwörtern mache, verändert auch die Schlüsselwörter in den einzelnen Varianten. Wenn ich das Gleiche in meiner Bibliothek, die übergreifend ist, mache, würde das keine Schlüsselwörter innerhalb der Bilddateien verändern, sondern nur die Form der Schlüsselwortbibliothek selber. Ach ja, eine Möglichkeit, ich muss mir jetzt mal nur eine Bilddatei anwählen. So, eine Möglichkeit, die Sie hier auch haben, Sie können die Reihenfolge der Schlüsselwörter verändern. Auch ein Feature Request, was wir hatten, dass man eben die Reihenfolge ändert, was sich natürlich auch dann in der Ausgabedatei widerspiegelt. Und wenn Sie sich das Ganze mal unter den Informationen vielleicht in Photoshop anschauen, sehen Sie auch, dass eben diese Reihenfolge, die definiert wurde, respektiert wird. Wichtig dabei zu wissen ist, dass dies nur funktioniert, wenn Sie eine einzelne Variante angezeigt haben, also nicht bei mehreren Varianten gleichzeitig. Und wenn ich das jetzt hier versuche, lässt er mich nicht verschieben, wenn ich mehrere Varianten angewählt habe. Ja, im Prinzip wäre das alles zu Schlüsselwörtern. Wer sich da gerne nochmal weiter einlesen möchte, findet eine sehr ausführliche Anleitung auf unserer Hilfeseite unter help.phase1.com. Das Ganze leider noch Englisch, wir arbeiten noch an einer Übersetzung. Das kommt aber noch, aber hier ist sehr genau beschrieben, wann, wo, welches Schlüsselwort verwendet wird, wie es bearbeitet werden kann, welche Trennmöglichkeiten oder Eingabemöglichkeiten es gibt, mehrere Schlüsselwörter hintereinander einzugeben. Ja, ich bin durch. Kurze Zusammenfassung, 2 Minuten haben wir noch. Was haben wir neu in Capture One 9? Wir haben einmal die neue Engine vorgestellt. Die Engine verbessert die Wirkung oder die Anpassungsmöglichkeiten über die verschiedenen Belichtungskorrekturwerkzeuge, Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung. Wir haben eine Luma-Kurve dazu bekommen, die gegenüber der RGB-Kurve eben eine sehr genaue Korrektur nur der Helligkeitswerte erlaubt. Wir haben das neue Schlüsselwort-Werkzeug vorgestellt mit einer wirklich guten Möglichkeit, Ihre Bilddaten zu organisieren, zu verschlagworten, zu suchen. Wir haben den Farbeditor verbessert, darin die Möglichkeit, eine Maskierung für die lokalen Anpassungen zu erstellen. Wir haben in den lokalen Anpassungen
weitere Möglichkeiten der Maskierung hinzugefügt über das Fluss- und das Airbrush-Werkzeug. Die neue Engine betrifft auch die Skalierung der Bilddateien. Wir haben den Batteriestatus innerhalb von Capture One, der jetzt permanent in der Symbolleiste sich befinden kann. Wir haben die Möglichkeit, EEP-Dateien auszugeben. Das habe ich noch nicht gezeigt. EEP-Dateien sind gepackte RAW-Dateien, die die Einstellungsdateien von Capture One beinhalten. Nur lesbar von Capture One. Und wenn Sie zum Beispiel aus dem Katalog eben diese Dateien exportieren wollen, gibt es die Möglichkeit, über Bilder exportieren, Originale, jetzt das als EEP packen, was nichts anderes bedeutet, als er öffnet Ihnen einen ZIP-Container, packt Ihre RAW-Datei da rein, packt alle Einstellungsdateien, die Capture One geschrieben hat, in diesen Ordner mit rein und Sie haben letztendlich eine einzige Datei, die Dateiendung EEP hat, die Sie von diesem Rechner auf einen beliebigen anderen Rechner kopieren können, ohne dass Sie sich dabei noch um weitere Einstellungsdateien kümmern müssen, die Sie eventuell mitkopieren wollen oder brauchen auf einem anderen Rechner. Ja, das waren die Verbesserungen von Capture One 9. Das Ganze im Schnelldurchlauf. Ein weiteres Webinar zum Thema der Werkzeuge wird es Anfang nächsten Jahres geben. Das Ganze wird wie immer über unseren Newsletter angekündigt. Wir senden E-Mails raus. Und Sie finden das Ganze über unsere Website in der Rubrik Webinar. Ich sehe, wir hatten sehr viele Teilnehmer und ich habe hier auch eine ganz, ganz lange Liste an Fragen, die ich nicht bearbeiten konnte. Wie gesagt, ich werde versuchen, die Fragen, die auch häufiger angekommen sind, per E-Mail zu beantworten. Wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, haben wir die Möglichkeit über unsere Webseite Fragen zu beantworten, das Ganze auch Deutsch. Es gibt, ich wechsle mal zu unserer Webseite. So. Es gibt im Support-Bereich eben die Möglichkeit, Contact Support zu sagen und die Frage auf Deutsch zu stellen, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt. Ein Handbuch zu Capture One 9 befindet sich auf unserer Hilfeseite help.phase1.com. Auch hier können Sie die Sprache auswählen. Das Handbuch zu Capture One 9 ist in weiten Teilen noch nicht übersetzt, ist aber deckungsgleich in vielen Bereichen, gerade was Sitzungs- und Katalogverwendung betrifft, mit Capture One 8. Diese Hilfedatei befindet sich auch noch auf unserem Server. Und weitere Tutorials, Anleitungen auch über unsere Webseite. Wenn Sie sich für ein englischsprachiges Webinar noch interessieren, mein Kollege, der David Grover, macht in einem etwas regelmäßigeren Abstand sehr viele, sehr gute Webinare zu verschiedensten Themen, zu verschiedensten Werkzeugen. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wünsche Ihnen schon mal schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr bei dem nächsten Deutschen Webinar wieder dabei sind. Vielen Dank.